Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir wollen heute zusammen einen Stern bauen. Und zwar aus Generatoren. Und wie funktioniert es? Natürlich brauchen wir erstmal einen Energie-Hotspot. Beziehungsweise elektromagnetischer Hotspot heißt der. Und da versuchen wir das Beste rauszuholen. Jetzt seht ihr 99%. Und wenn ich rangegangen bin, war es natürlich, ja, dann hat es gepasst. Und dann nehmen wir ein Rohr, das setzen wir möglichst mittig. Ja, und da es jetzt natürlich ziemlich störend ist, nehmen wir die Markierung erstmal wieder weg. Ja, mit der Verkabelung müssen wir natürlich jetzt auch in die Mitte und da sollten wir natürlich dann es vielleicht einfacher machen. Setzen uns einfach direkt aus der Mitte heraus nochmal ein Kabel zur Seite, können uns direkt anschließen und setzen das genau oben in der Mitte auch in die Mitte. So, die Grundlage für unseren Stern haben wir auf jeden Fall schon mal. Die Lampe, wie ihr seht, sie lässt sich nicht überall wirklich gerade anbauen, deswegen ein bisschen an der Textur suchen, dass sie dann auch recht gerade anliegt. Ja, der Test von oben eben gerade einfach nur um zu gucken, dass sie dann auch tatsächlich gegeneinander um 90 Grad versetzt sind. Und dann die Kabel mit unserer Mitte sozusagen verbinden. Nein, das Kabel von der Mitte aus an die Lampen verbinden. So rum ist richtig. Und auch da immer die Geraden nehmen, nicht die schiefen. Weil sich das auf unsere Kabel auswirkt, wenn wir sie ansetzen. Und das kann zu nennen wir es Problem führen. Ja, manches Mal ist nicht ganz so einfach. Oh, ein Riesensandwurm. Ja, am Anfang ist es noch relativ einfach, die Generatoren anzubauen, die elektromagnetischen Generatoren mit Anzahl der Kontakte, der elektrischen Kontakte, die dadurch natürlich entstehen, wird es immer kniffliger. Aber jetzt erstmal die Generatoren miteinander verbinden, denn später wird es ein bisschen problematisch, da würden wir nicht mehr drankommen, also nur noch durch gucken, wo sind die Kontakte, aber es kommen ja noch weitere dazu. Und das auch nochmal schnell verbinden, dann sieht es wenigstens gleichmäßig aus. Ja, jetzt kommen wir zu den Lampen. Die Lampen habe ich dort gelassen, weil wir die brauchen, um jetzt die Generatoren dort gerade anzubauen.
Ja, für die senkrechten oben unten müssen wir ein kleines bisschen, naja, nennen das mal tricksen. Denn wir können ja nicht einfach wieder hochbauen und das wird zum Beispiel auch nichts. Denn wir würden direkt auf den Generator kommen. Also müssen wir ein kleines bisschen uns herausarbeiten. Und jetzt die Rohre aufeinander stellen, bis wir auf dieselbe Höhe kommen wie das Rohr, was wir drin haben. Das Rohr wiederum da drinnen konnten wir nicht wegnehmen, weil sonst wären die Lampen verschwunden. Und das sind ja die, die wir dringend gebraucht haben. Wie schon gesagt, die Kontakte, das wird immer mehr und es wird langsam immer schwieriger. Aber die, die wir am Anfang gesetzt haben, aus dem Bündel direkt raus auf den Zylinder setzen. Und ziehe hier den unseren auf. Spitze zeigt jeweils in die entgegengesetzte Richtung. Ja, die Kontakte springen uns leider nicht direkt an und sagen, hallo, hier bin ich, sondern wir müssen sie suchen. Der untere jetzt zum Beispiel geht. Der obere ist so ein bisschen am Zicken. Hier einfach die Verbindung wegnehmen, weil dadurch, dass wir dort was angeschlossen haben, kann es sein, dass der Kontakt einfach nicht auftaucht. Wenn man denkt, man hätte vielleicht den richtigen, dann immer noch den Pfeil kontrollieren, wie er steht. Da ist er jetzt endlich. Juhu. Und aus unserer goldenen Mitte heraus das Kabel direkt runtergeführt auf das Rohr, auf die Mitte. Dann ist das Kabel, auch wenn es sichtbar ist, sogar noch recht ansehnlich. Im Gegenteil, es ist irgendwie dazugehörig. Und jetzt möchte ich natürlich später auch den Boden hier wieder normal haben, also so wie er vorher war. Und das Kabel soll nicht mehr sichtbar sein, schön als Strahl im Boden, und das machen wir so. Eure
eure Basenkomplexität, das heißt, wie gut ist eure Basis für andere auch sichtbar und wie gut funktioniert sie. Da gehört auch das Terrain dazu und noch die letzten Verbindungen der Generatoren zur Prüfung der Energie. Nehme ich jetzt hier eine Batterie und schnell gucken. Die lädt unfassbar schnell und hat hier 4159 kW. 2 kW Verbrauch, wahrscheinlich habe ich irgendwie versehentlich doch eine Lampe angeschlossen, nicht so dramatisch. Und hier sehen wir es nochmal ein bisschen genauer, 297, ein bisschen schwankt es hoch runter, aber letztendlich 14 mal 297 ergibt dann die und hat hier 4158. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Und wenn es euch gefallen hat, nehmt noch ein Abo mit. Ciao!